Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt und heute zeige ich euch, wie ich diese Geisttorte hergestellt habe. Ich habe hier das anderthalbfache Rezept von meinem Wunderkuchen zubereitet, mit orangener Lebensmittelfarbe eingefärbt und anschließend in zwei 16 cm Backringen sowie in einer Halbkugelbackform mit 16 cm Durchmesser gebacken. Nach dem Auskühlen schneide ich die beiden runden Kuchen einmal waagerecht durch und den dunkel gebackenen Deckel ab. Außerdem benötige ich hier noch eine Tortenpappe, diese ist genauso groß wie meine Kuchen, also 16 cm und ich fülle das Ganze mit einer italienischen Meringbuttercreme, die ich mit diesen grünen Lebensmittelfarben eingefärbt habe. Auf die Tortenpappe gebe ich nun etwas Buttercreme und eins der Kuchenbodenstücke obendrauf. Durch die Buttercreme bleibt diese nun auf der Tortenpappe kleben und anschließend wird der Kuchen mit der Buttercreme befüllt. Mit dem zweiten Kuchenbodenteil wird das Ganze nun oben abgeschlossen und zum Stützen gebe ich nun hier diese dicken Strohhalme hinein. Vier Stück, die reichen bei diesem Kuchen aus, da er ja auch nicht ganz so groß ist. Ich stecke sie nun hier hinein und schneide sie mit einer sauberen Schere bündig mit dem Kuchen ab. Eine weitere Tortenpappe mit genau derselben Größe habe ich mir noch zurechtgeschnitten. Diese klebe ich hier mit etwas Buttercreme auf die Oberfläche, gebe hier auch wieder Buttercreme obendrauf und anschließend die Halbkugel. Nun wird der Kuchen mit der Buttercreme rundherum eingestrichen und mit einem Teigschaber abgezogen. Für die obere Rundung verwende ich heute hier solch einen Flexi-Smoother. Den habe ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. Natürlich geht das auch mit einem Frischkäsedeckel, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht immer Frischkäsedeckel zu Hause. Und deswegen habe ich mir vor kurzem diesen Flexi-Smoother zugelegt. Den kann man nämlich super abspülen und kann ihn immer wieder verwenden. Nachdem die erste Schicht nun im Kühlschrank fest geworden ist, folgt noch eine zweite Schicht oben drüber. Der Kuchen muss nun wieder in den Kühlschrank zum Durchkühlen. Für das Gesicht habe ich mir hier eine Schablone vorbereitet. Dieses ist natürlich ganz optional, das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet, aber ich gehe immer ganz gerne auf etwas sicherer Seite, habe mir hier diese Schablone vorbereitet, die Augen und auch den Mund ausgeschnitten, klebe diese nun auf die Buttercreme drauf, fahre alles nun mit einem spitzen Gegenstand nach und höhle das Ganze anschließend ein wenig aus. Auch hier streiche ich noch einmal etwas Buttercreme obendrauf und dann geht die Torte wieder in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um das Cakeboard, auf dem die Torte präsentiert wird. Mein Cakeboard ist eine Holzplatte mit einem Maß von 30 x 30 cm, hat in der Mitte ein Loch, damit ich diese Gewindestange befestigen kann und auf der unteren Seite habe ich vier Füße angeschraubt. Wie ich diese Holzplatte hergestellt habe, seht ihr in meiner dreistöckigen Emoji-Cake-Torte, die ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke.
Außerdem habe ich noch aus einer dünneren Holzplatte eine Scheibe ausgeschnitten, die genauso groß ist wie mein Kuchen, also im Durchmesser 16 cm. Auch diese hat in der Mitte ein Loch, damit ich diese gleich auf der Gewindestange befestigen kann. Mein kleines Stück Gewindestange hat eine Länge von 15 cm und außerdem brauchen wir noch 4 Unterlegscheiben und 4 Muttern. Zum Schützen der Lebensmittel vor dem Holz verwende ich Kapa-Platten. Kapa-Platten, das sind Leichtschaumplatten, die ich im Architekturbedarf kaufe und passgenau mit einem Cuttermesser oder einem Bastelskalpell auf die richtigen Größen zurechtschneiden kann. Ich habe hier unter anderem aus einer Kapa-Platte ein weiteres Cakeboard mit 16 cm Durchmesser ausgeschnitten und außerdem habe ich noch ein viereckiges Stück, was genauso groß ist wie meine Holzplatte, denn dieses klebe ich nämlich gleich mit doppelseitigem Klebeband auf dieser fest. Zuerst befestige ich die Gewindestange. Klebe anschließend die Kapa-Platte mit dem doppelseitigen Klebeband fest. Und decke diese mit schwarzem Fondant ein. Wenn der Kuchen aufgegessen ist, nehme ich einfach die eingedeckte Kapa-Platte wieder herunter, entsorge sie und so ist mein Holzbrett nämlich sauber geblieben und so kann ich es nämlich noch für weitere Torten verwenden. Ich habe es auch schon unter anderem für die Leuchtturmtorte verwendet, die ich euch jetzt hier oben in der Infocard verlinke. Ein weiteres Stück Fondant nehme ich nun, um die Gewindestange noch zu verstecken. Ein Stückchen Fondant nehme ich oben ab, denn hier wird nun die runde kleine Holzplatte befestigt. Auch hier klebe ich die Kapa-Platte mit etwas doppelseitigem Klebeband fest. Auf die Kapa-Platte gebe ich nun etwas Buttercreme und anschließend die durchgekühlte Torte obendrauf. Und damit sie auch wirklich fest stehen bleibt, befestige ich sie nochmal mit Essstäbchen. Diese schiebe ich von oben nach unten einmal komplett durch die Torte durch. Als allererstes markiere ich mir die Höhe mit einem Lebensmittelfarbstift, schneide die Stäbchen an der Markierung ab und anschließend werden sie auf der dünnen Seite gespitzt, damit ich einmal durch die Tortenpappe bis nach unten in die Kapa-Platte diese hineinstecken kann. Etwas rechts und links von der Mitte werden diese nun hineingesteckt, nicht mittig, denn dann würde ich ja unten auf die Schraube treffen und mit einem abgeschnittenen Stück schiebe ich diese nochmal nach, bis ganz nach unten, bis sie unten in der Kapa-Platte angekommen sind. Die Löcher befülle ich noch mit Buttercreme und anschließend decke ich die Torte ein. Ich empfehle euch, einen nicht ganz zu weichen Fondant zu nehmen, denn dadurch, dass der Fondant rundherum frei hängt, könnte eine zu weiche Sorte sich nach unten weiterziehen, was natürlich nicht gewollt ist. Ich verwende hier einen etwas festeren Fondant von Tasty Me. Das, was zu lang ist, schneide ich mit einer sauberen Schere weg.
Die Augen forme ich aus schwarzem Fondant mit Hilfe meiner Papierschablone erstmal grob vor. Und den Mund schneide ich etwas größer aus ausgerolltem Fondant aus. Anschließend klebe ich alles mit dem Zuckerkleber fest. Ich möchte, dass meine Augen und der Mund glänzen, deswegen streiche ich diese mit Piping Gel ein. Das ist aber absolut optional. Wenn euch das nicht gefällt, dann lasst das einfach weg. Aus rotem Fondant habe ich die Zunge geformt, die ich auch mit Zuckerkleber befestige. Für die Deko verwende ich orangenen und grünen Fondant, den ich mit den beiden Lebensmittelfarben eingefärbt habe. Aus dem orangenen Fondant rolle ich einfach Kugeln, die ich mit Modelliertools präge. Und den grünen Fondant verwende ich für den Strunk, den ich auch mit dem Zuckerkleber befestige. Für die Schattierungen, um noch etwas mehr Detail auf die Kürbisse zu bekommen, pudere ich diese mit orangener und grüner Lebensmittelfarbe mit Hilfe eines weichen Pinsels ab. Anschließend rolle ich nochmal orangenen Fondant aus und steche mir mit Hilfe von Buchstabenausstechern ein Happy Halloween aus, was ich später auf das Cakeboard aufklebe. Mein Geist bekommt noch eine große klaffende Wunde. Auch dieses ist absolut optional. Wenn euch das nicht gefällt, dann lasst den Geist einfach so, wie er ist. Das, was ich euch hier zeige, ist ja nur ein Beispiel. Mit einem Messer schneide ich den Fondant oben ein, reiße diesen mit der Gabel wahllos auf, nehme anschließend ganz feine rote Konfitüre. Ich habe hier die Samtvariante verwendet, damit keine Kernchen darin sind, denn dieses soll nämlich das Blut darstellen. Und mit Hilfe des Spritzbeutels verteile ich diese nun hier wahllos auf meinem Geist. Ein Messer steche ich auch noch in die Wunde. Ich verwende hier ein echtes Messer. Meine Torte war allerdings auch für Erwachsene und nicht für Kinder. Ihr könnt dieses Messer natürlich auch durch ein aus Modellierfondant gefertigtes Messer austauschen oder natürlich auch ganz weglassen. Zu guter Letzt befestige ich mit Zuckerkleber noch die vorbereiteten Kürbisse sowie den Schriftzug. Und das Cakeboard bekommt noch ein orangefarbenes Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. Überschüssige Speisestärke pinsel ich noch mit einem sauberen Pinsel, den ich übrigens nur dafür verwende, ab.
Alle Rezepte und auch die genauen Mengenangaben findet ihr in einem Blogpost, den ich euch hier oben in der Infocard verlinke. Und alle von mir verwendeten Produkte findet ihr in der Infobox verlinkt.